Servus, grüßt euch und hallo, der DJ Nick heißt euch herzlich willkommen auf Kanal 4000 zu einer neuen Folge unseres Transportfieber 2 Bayern Abenteuers. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, beim letzten Mal habe ich nur so ganz locker philosophiert, gell, wir haben keine Aufgaben mehr. Ja, von wegen, wir haben noch jede Menge Aufgaben vor uns, denn das Ziel muss ja sein, all unsere Städte anzubinden an unser Verkehrsnetz und da fehlt sie noch ein bisschen was. Da fehlt sie noch ein bisschen was, aber ich freue mich auch schon auf die zweite Saison, auf die zweite Staffel. Die wird es auf alle Fälle geben, jetzt schon der Vorruf. Da werden wir dann noch ein bisschen schöner bauen und da werden wir noch ein bisschen ausführlicher bauen und alles ein bisschen anders machen und werden alle diese Erkenntnisse, die wir hier sammeln, einfließen lassen. Aber soweit ist noch nicht. Denn wir wollen auf alle Fälle hier, möchte ich, wie schon erwähnt, diese Route hier noch bauen, nämlich Augsburg-Landsberg, Füssen bis nach Lindau. Da möchte ich die Städte noch anschließen. Und ja, eine Stadt gibt es, da habe ich mir schon einen Kopf zermartert, da bin ich gespannt, nehme Garmisch. Also bei Garmisch bin ich mir echt ganz unsicher, ob wir das irgendwie schaffen, dass wir das in dieses Verkehrsnetz mit einbauen. Das machen wir ganz am Ende, das halten wir uns zum Schluss, bis zum Schluss heben wir uns das auf und basteln dann ein bisschen an Garmisch nur rum. Und auch im Norden oben, also wir brauchen noch die letzte Route über Bayreuth nach Hof nach oben, das werden wir auf alle Fälle schon machen. Aschaffenburg ist noch da, ist ja mittlerweile angeschlossen. Und noch eine zweite Idee habe ich, weil ja leider unsere Flughafen, das liegt mir ein bisschen im Magen, denn wir können uns mal die Liste ja anschauen hier mit unseren Linien, das ist ja schon jede Menge Zeug, also alles andere schaut eigentlich nicht so wild aus, aber unsere Flughafenlinie mit unseren beiden Flugzeugen, die macht ordentlich Minus. Das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht. Wir müssen mehr Leute, im Moment fliegen 4 Leute bei 40 Plätzen. Das ist natürlich viel zu wenig. Und wir wollen unbedingt mächtig schauen, dass wir da mehr Leute hinbringen. Und da habe ich folgende Idee, indem wir eben von Nürnberg noch weiterbauen nach Amberg. Und nach Weiden, hier möchte ich so eine, ja, auch eine kleine Linie nur einbauen und können aber diese Linie gerne, würde ich gerne am Flughafen vorbeifahren und dann einmal schauen, ob das irgendwie, ob man das irgendwie zusammenkriegen, dass da dann mehr Leute und vielleicht sogar die Busverbindung kappen, dass da mehr Leute dann an den Flughafen fahren. Also das wäre mal interessant, beziehungsweise Leute, die zum Beispiel aus Ingolstadt kommen, können nach Nürnberg fahren und dann eben direkt hier umsteigen und weiterfahren und müssen nicht diesen ewigen Bustransfer. Also irgendwie so, das sind doch ganz nette Ideen, finde ich. Zuallererst aber, bevor wir uns unseren ganz netten Ideen widmen, müssen wir erstmal wieder so ein bisschen Organisation machen, denn mir ist aufgefallen, wir haben unheimlich, naja, viel nicht, aber einiges schlechtes Zeug auf der Schiene und auf der Straße. Und das muss sich natürlich ändern. Zum Beispiel hier den Zug 17 von Nürnberg nach Bamberg. Ich bin ganz baff, der ist schon 28 Jahre alt. Und den schauen wir uns jetzt einmal an und den werden wir ändern. Und man sieht es auch diesen Zügen an und das finde ich total toll, wie die schon recht alt ausschauen. Also ich weiß jetzt nicht, ob die immer so ausschauen, das können wir uns jetzt gleich nochmal prüfen. Aber die schon, nein, die schauen eben nicht so aus. Man sieht, weil wir die haben wir später angehängt hier, diese Anhänger. Und da sieht man schon, also die, ja, die rosten schon vor sich hin. Das ist ja furchtbar. Das werden wir jetzt ändern. Und wir müssen mal schnell schauen, weil ihr habt gesehen, ja, das ist mir gleich aufgefallen. Tatsächlich, schaut mal, in Bamberg, da warten unheimlich viele Leute. Also wir müssen da auch einen längeren Zug einsetzen. Unglücklicherweise in Nürnberg leider nicht so viel nach Bamberg, aber oben wollen wir die Leute wegbringen. Das ist ja logisch. Es ist ein bisschen ein Knotenpunkt hier Bamberg, weil da kommen wir ja auch bei Reut und dann Hof noch dazu. Also machen wir das den ein, nicht konfigurieren. So ein Schmarrn. Hier, geh, pass auf. Oh, jetzt ja, Fahrzeug verwalten, sodala. Und den Termin austauschen. Ja. Gewaltes Fahrzeug ersetzen. Und leider, ich bin echt ein bisschen unglücklich, wir müssen wieder auf unsere RE44 zurückgreifen, weil das andere alles keinen Sinn macht. Diese Baureihe 1042, die ist, fährt zwar schneller, aber kostet so viel mehr, dass das eigentlich keinen Sinn machen würde.
Und unsere BR-103, die ist einfach zu teuer mit 5 Millionen im Jahr. Das können wir auf dieser Strecke nicht finanzieren. Also bleiben wir bei der Re44 und suchen uns jetzt mal die Passagierwägerl aus. Dann nehmen wir nicht die Doppelstockwagen. Das ist alles viel zu teuer. 400.000 für 300.000. Nehmen unsere klassischen Einheitswagen. Und zwar nehmen wir da 1, 20, 40, 60, 80, 100. Jawohl. Wunderbar. Thema erledigt. Sehr schön. Gut, als nächstes, was steht dann noch auf unserer Liste? Ach du meine Güte, die ganzen Busse in unserer Nürnberger Ecke, die sind alle recht voll, die Busse. Das ist, und die fahren mehr oder minder auch alle immer schön auf Plus. Das ist natürlich wunderbar. Aber dann müssen wir die ersetzen. Dann schauen wir uns das jetzt einmal an. Also, zeig uns bitte doch mal die Linie Fahrzeug verwalten. Ja, da warten auch wahnsinnig viele Leute schon am Bahnhof. Schauen wir uns den einmal an. Ja, ist alles voll. Und da wollen auch wahnsinnig viele Leute an dem Flughafen. Okay. Also, dann werden wir die Busse jetzt auf alle Fälle mal hier Fahrzeug verwalten. Und die werden wir jetzt alle austauschen. Das sind 16 Fahrzeuge, die sind alle schlecht. So. Alle Fahrzeuge ersetzen. Und jetzt schauen wir mal, ich glaube mich noch zu entsinnen. Genau, dass wir hier diese Gelenkbusse jetzt haben. Der kostet 105.000, der kostet 64.000. Ladegeschwindigkeit 5 mal, also es geht viel schneller. Der kann 16 Leute nehmen, der kann 23 Leute nehmen. Also, wie wäre es, wenn wir zwei verkaufen und dann diese topmodernen Gelenkbusse einsetzen? Das machen wir auch. 23, 16, 4, 50, der kann 7 Leute mehr mitnehmen. Ja, 4 Fahrzeuge, also wir verkaufen 4 Fahrzeuge, die alten Hund, da kriegen wir eh, kriegen wir dann überhaupt irgendwas noch dafür? Nicht mehr viel. Und werden alle anderen Fahrzeuge ersetzen. 6 Millionen. So. Super. Und dann haben wir da jetzt richtig coole, nagelneue Gelenkbusse. Und das sind jetzt die. Das müsste ja dann die Flughafenlinie sein. Auch die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Fahrzeuge verwalten. Die sind noch gut. Aber ganz offensichtlich sind es zu wenig, oder? Ja, weil der eben diese Route da über die Stadt macht. Und ich möchte es auf alle Fälle ausprobieren mit dieser. Das ist ein schöner Test. Dass wir hier einfach einmal die Linie rumbauen und die Leute dann per Zug hier anfahren oder beim Flughafen und dann schauen wir mal, ob da mehr Leute fliegen wollen. Weil im Moment ist das echt nur zu wenig. Gut, das wäre wahrscheinlich sogar cleverer, wenn wir das als erster machen. Aber ich glaube, wir sind noch nicht fertig. Jetzt schauen wir da mal noch, was haben wir denn jetzt noch? Auch da haben wir jetzt einiges, was noch schlecht ist. Machen wir kurz Pause, damit wir das uns da fokussierter. Eisenerz, okay. Was, der ist auch schon so, aber die sind noch schlecht, aber noch nicht sehr schlecht. Das ist der Dreierbus in München. Die würde ich mir gerne mal anschauen. Das ist der Flughafenbus in München. Jetzt schauen wir mal. Die machen auch schon alle Minus. Also das ist irgendwie mittelmäßig und schlecht. Fahren zum Flughafen hinaus. Ja. Und die machen Minus. Warum? Dann würde ich sagen, wir verkaufen jetzt mal einen und ersetzen die anderen drei durch drei Gelenkbusse. So. Und dann hoffen wir mal, dass da vielleicht ein bisschen was vorwärts geht. Die Trambahnen zumindest fahren recht gut und da haben wir unsere super modernen Lokomotiven. Ah, schaut cool aus, gell? Die sind halt so richtig gescheit. Die sind halt so richtige Busse im Gegensatz zu dem alten Hund.
Ach, Dachau. Sehr schön. Also die Busse werden wir ja demnächst jetzt auch alle dann ersetzen. Okay, das war jetzt das. Was haben wir sonst noch? Ja, und dann müssten wir uns jetzt mal hier, was ist denn das? Und der ist schon schlecht, aber der kommt doch noch. Der ist schon 26 Jahre alt. Das kommt mir echt irgendwie komisch vor. Weil so alt ist doch diese Eisenerzlinie noch gar nicht. Seltsam. Sehr seltsam. Was ist denn mit dem? Achso, der zweite, der kann natürlich noch nicht so alt sein. Wie ich hier sehe, fahren die leer. Also die können gar nicht alles mitnehmen. War das der Fahrzeug verwalten? Ja, das war der. Schlecht Zustand. Dann werden wir den jetzt auch ersetzen. Und den werden wir jetzt 1 zu 1 ersetzen. Also wir haben unsere großgeliebte Diesellok. Der kostet natürlich wahnsinnig viel mehr, aber der kann wesentlich schneller fahren. 90, der kann 140 fahren. Wie sind die? Das sind die offenen Güterwagen von 120 fahren. Wir würden die Geschwindigkeit wesentlich erhöhen, aber wir können es ja eh kaum abtransportieren. Also macht es auch das nicht viel Sinn? Da wir ja eh schon alles wegbringen. Okay, alles klar. Also dann ersetzen wir den einfach jetzt durch unsere Diesellok. Und nicht mehr 8, sondern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. So, da la. Gut. Haben wir das auch. Sehr schön. Und dann haben wir noch die Kohle. Auch der erste Kohlewagen ist schon schlecht. Und dann werden wir den jetzt auch noch halt auf. Dann werden wir den jetzt auch noch ersetzen. Halt da, Zug 18. Schauen wir uns den nochmal an. Wo ist denn der? Genau, kann nicht weit weg sein. Da ist er. Und so wie es ausschaut, Kohle ist aber. Ja, auch mit der Kohle schaut es nicht mehr ganz so gut aus. Fahrzeug verwalten, der hat eh nur 6 Tender dort. Und den werden wir jetzt aber so 1 zu 1 ersetzen. So, da la. Also ersetzen 1 und dann brauchen wir die Cargo, die Kohle, das waren glaube ich die offenen. Ne? Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Okay, da ist der auch wieder sehr gut. Wunderbar. Sehr gut. Gefällt mir. Mittelmäßig lassen wir noch. Also zu viel können wir nicht austauschen. Und dann haben wir wieder jede Menge neuer Fahrzeuge. Sie schaut das aus. Wahnsinn, so viel Fahr. So einen großen Fuhrpark haben wir mittlerweile. Super. Und in Nürnberg stehen sich die Leute nach Ingolstadt. Das ist ein Wahnsinn. Also gerade in Nürnberg-Ingolstadt, das ist mir völlig suspekt, warum da so viele Leute fahren. Jetzt haben wir eh schon einen Doppelzug da fahren. Und trotzdem sind es noch so viele Leute, die da fahren wollen. Also es ist schon wirklich gigantisch, muss ich echt sagen. Die Züge sind rappelvoll. Der fährt so langsam, warum? Weil er über die Brücken nicht schneller fahren kann, gell? Jetzt nimmt er wieder Geschwindigkeit auf. Aha. Aber zumindest fahren sie aneinander vorbei. Ja, also ein Wahnsinn, wie ich hoffe. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es nicht genau, aber ich hoffe schon, dass der ICE irgendwann kommt. Ja. In Augsburg stehen auch vielleicht München, Augsburg 400 Leute. Und wie viel wollen von München, Augsburg nur 200 Leute? Okay. Da können wir da im Moment noch nicht so viel machen. Auch der ist voll. Okay. Gut, das lassen wir jetzt einmal so. Wenn wir da anfangen, uns um jeden zu kümmern, dann wären wir ja nicht mehr fertig. Gell, den, wir wollen bauen. Ich will noch ein bisschen was bauen und ich bin jetzt hier auf diese Strecke hinterher. Wir schauen uns jetzt mal ganz kurz ein Höhenraster an
und sehen, okay, ein bisschen was, aber nichts Dramatisches. Da müsste man natürlich drum rumbauen, vielleicht hier in der Mitte, da auf alle Fälle hier vorbei, dann Amberg im Norden vorbei, macht Sinn. Und genau das bauen wir jetzt. Also, dann bauen wir jetzt einmal rückwärts, damit wir den als letztes bauen. Und dann kriegt jetzt erst einmal Weiden einen Bahnhof und da brauchen wir eigentlich brauchen wir nichts mehr. Das bedeutet, das könnte tatsächlich ein Kopfbahnhof sein, wobei es ja eigentlich völlig wurscht ist. Und auch da denke ich, reicht ein zweigleisiger. Also wir nehmen einen Kopfbahnhof. Zweigleisig, 240 Meter. Ist reicht dicke. Und stellen den hierher. So, da, da. Obwohl, das macht keinen Sinn. Ja, also so war es ja dann fast gescheiter. Und dann bauen wir jetzt erst einmal vorab, wie wir das ja eigentlich immer gemacht haben, bauen wir jetzt erst einmal schnell ein paar Straßen, damit wir das dann hier sauber gerade anschließen können. Also so. Sehr gut, dann weiß man das. Das müsste ja gehen. Wunderbar. Okay. Weiden in der wunderschönen Oberpfalz wird erst einmal modernisiert. Also hier so langsame Wegerl, das geht nicht mehr. Ihr Lieben. So, oder la? Jawohl. Bauplatz. Sehe ich, haben die eigentlich nur in Weiden, also der konnte wirklich nur viel Häuser bauen. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht noch, bauen wir da noch eine Brücke rüber. Ja, das machen wir. So, da, da. Ja, und jetzt glaube ich, ist aber eine, da ist er. Es ist zu weit. Ihr Lieben, es ist zu weit und da müssen wir natürlich jetzt dann gleich drauf eingehen. Ich habe jetzt kurz Pause gemacht. 2. Januar 1991, der ICE ist da. Und wahrscheinlich wird es mir bei den Betriebskosten die Haare zu Berge stehen, aber das macht nichts. Ich wollte es jetzt wissen und wir schauen jetzt nach. Wo ist unser, wo haben wir, wo ist es? Ich finde es nicht. In München. Wo ist er? Zugkompositionen. Da ist er. Ja, der kostet 11 Millionen im Jahr Unterhalt und kann, fährt aber 280. Das ist ein Wahnsinn. Und kann schnell 406. Der ICE 1 ist der erste in Serie gefertigte Hochgeschwindigkeitszug in Deutschland. Ein Versuchszug stellte 1988 mit 406,9 km/h einen neuen Geschwindigkeitsrekord für Schienenfahrzeuge auf. Ja, ein Wahnsinn. Ja, und das ist halt eben die Frage, wollen wir, bringt es was, wenn wir den einsetzen? 162 Leute kann der mitnehmen. Okay, und das ist ein kompletter Zug. Der kostet 70 Millionen. Ja, es ist ein 282 Meter, das bedeutet, wir brauchen Bahnhöfe und können das mit unseren Bahnhöfen gar nicht stemmen, weil die nicht so lang sind. Es ist enttäuschend. Es ist tatsächlich so. Wir müssten alle Bahnhöfe, alles ausbauen und das würde keinen Sinn machen. Und genau deshalb haben wir, werden wir uns jetzt das auch merken für unsere nächste Saison, dass wir auf alle Fälle riesen Bahnhöfe bauen. Das muss uns das Geld wert sein, diese Ausbauerei, das hat überhaupt irgendwie nicht so richtig funktioniert. Da bin ich immer nur ganz traurig, weil das irgendwie haben wir das falsch gemacht, macht aber nichts. Wir werden wir beim nächsten Mal verbessern. Der ICE ist da und wir wissen auch, er kommt im Jahr 1981, 91, Entschuldigung. Also, das werden wir uns auch merken. Und dann werden wir auf alle Fälle in der neuen Saison eine Wahnsinnsstrecke von München über Nürnberg
über Ingolstadt bis nach Nürnberg und da bauen wir auch eine Direktstrecke, dass der ICE da durchrast. So schaut's aus. Also das sind auf alle Fälle unsere drei Hauptstädte, München, Ingolstadt und Nürnberg und ein bisschen Augsburg noch. Und da müssen auf alle Fälle dann Riesenbahnhöfe hin. Okay, lassen wir uns aber trotzdem nicht verwirren und aus der Bahn werfen. Das macht ja nichts, deswegen macht es ja trotzdem viel Freude. Also, wir bauen jetzt noch unsere Linie in Weiden. Da waren wir und das bauen wir jetzt auch. Schauen wir mal schnell, das geht da raus, oben rum, alles klar. Also, dann bauen wir da jetzt hier. So, wie wir das schon vorgehabt haben, genau. So, da la. Ah, und wie ich sehe, jetzt schaue ich gerade mal. Der kann da leider nicht alle Gebäude abdecken. Mal kurz. Hat der schon, wo haben wir hier die Emission? Okay, Weiden hat im Moment noch gar keine Emission, aber das kratzt mir auch nicht so. Dann, weil dann, oder bauen wir eine Busverbindung, brauchen wir eigentlich, das ist das klar, finde ich, für eine Busverbindung. Wir schauen einmal nochmal, Entschuldigung, da haben wir also hier den Wohnbereich, hier den Geschäftsbereich. Das macht gar keinen Sinn. Also machen wir das jetzt kurz anders. Und zwar bauen wir jetzt hier eine Straße her. So, da la. Reißen das hier weg. Genau. Und bauen jetzt hier unseren Bahnhof. Und so haben wir alle Häuser mit drin und die Leute können eigentlich sogar zu Fuß zum Bahnhof gehen. Genauso soll es sein. Dann bauen wir den da her. Wunderbar. Dann brauchen wir einen Durchgangsbahnhof in Amberg. Auch den bauen wir hier direkt an das Wohnviertel her. Schauen wir mal, wenn wir diese kriegen. Auch mit der Straße. Und da rüber. So. Dann kann nämlich da auch ein Gebäude wird entfernt, das wollen wir nicht. So, da la. Genau. Dann reißen wir das hier. So. Gut. Dann kriegt wie immer das schöne Amberg von uns noch ein paar Straßen spendiert, damit das mit dem Bauen vielleicht ein bisschen schneller geht. So. So, da la. Fahren wir auch noch rüber. So, genau. Und dann kommt hier der Durchgangsbahnhof. Zwei Gleise, 240 Meter. Passt. So, gehen wir da her. Haben wir alle Wohnhäuser? Moment, dann. Haben wir. So, da la. Gut. So, da la. Und dann kommt jetzt hier der Bahnhof. Jetzt müssen wir mal schauen. Bringen wir das jetzt so her, dass die Busstation vorerst bleiben kann. Ah, die müssen wir wegreißen. Okay. Ich überlege. Ich denke, das Gescheiteste war wahrscheinlich, dass wir die Busstation gleich abreißen und auch die Flughafenlinie einstellen und das alles im Pausenmodus machen, weil dann die Leute hoffentlich dann gleich umsteigen vom Bahnhof rüber von dem Busbahnhof hier einsteigen in den Zug. Das ist jetzt so ein bisschen, damit liebäugle ich jetzt so ein bisschen. Ja, und ich denke, das machen wir auch so. Ja.
Ich denke, das machen wir auch so und dann haben wir auch Weiden und Amberg mit angeschlossen. Finde ich super. Aber, meine Lieben, das machen wir im nächsten Teil. Ja, es tut mir leid, die Zeit vergeht immer so schnell. Lasst es einfach weiterlaufen, nächste Show anschauen und da geht es gleich direkt weiter. Danke fürs Zuschauen, sagt der DJ Nick, herzlichen Dank. Bleibt einfach dabei. Bis zum nächsten Mal auf Kanal 4000. Danke, Servus.